Ati Mata Charitraya Vajra Pajne Jiva Dunde Sadataya Shriyama Prema Daine Gaurashraya Vitrahaya Krishna Kamaita Charine Rupanukam Ravarya Vinatati Sarupine Namayam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Daitaya Kripataya Krishna Sambandha Vigyan Daine Prabhave Namah Madhaya Chale Primatam Chirupanuga Bhaktidam Chikora Karuna Shakti Vikraya Namostude Namaste Gauravani Srimadai Dinatarine Rupanuga Maruta Masidanta Tvandarine Namo Gurati Sharaya Viparambara Sambode Padambajayate Namah Namo Bhakti Vinodaya Satchitanandana Amine Gora Shakti Sarupaya Rupanuga Vrayate Gora Bhamama Bhumastam Nideshka Satchana Priya Vaishnava Sarva Bhumasri Jagannathayate Namah Kripa Sindhu Veva Cha Bhavani Vyo Vaishnavi Vyo Namo Nama Namo Ma Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namde Gauratishe Nama Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Tratatpade Gopeshar Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavane Sari Vrishabhanu Sada Devi Pranamami Adi Priya Jaitam Surga Bhanda Namasva Padam Bhoja Radha Madan Mona Vipa Vrindaranya Karpatru Madam Srimata Tugara Sumasana Stom Shishri Radha Shina Govinda Devo Vrishtari Vise Manosmarami Shimanna Sada Sarambi Vamshivata Jatastidam Kashameno Sunai Gopiya Gopinath Sviestuna Vrindayat Vasudevaya Vyakeshavasya Krishna Bhakti Pradirevi Satyavadhyaya Namurma Bhaktaruma Sarupakam Bhaktavataram Bhaktagyam Namami Bhaktashaktikam Shri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Shri Guru
charana kamala bhajamala shri guru charana kamala charana kamala bhajamala charana kamala bhajamala charana kamala Milata na he aisa dulava janama Milata na he Brahma da ucho Krishna Kripa Ke Ananda Murati Krishna Kripa Ke Ananda Murati Krishna Kripa Dina jana karuna nidana
Thank you.
35. Hare, Hare. Kabemon, habemodina. Hare, Hare. Kabemon, habemodina. Krishna Sankirtane, Shri Krishna Sarane. Shri Krishna Bhajane Anukula Cha. Shri Krishna Bhajane Anukula Cha. Shri Bhajite,
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gaura-bhakta-brinda Sri Shri Adhaya
Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura.
Nitai pada sada karo asha. Deutschen Buch. Thank you.
199. Thank you.
136. Yashoda Nandana Yananda
Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jai Gopi Jana Balabha Jaya Giri Varadhari Jai Gopi Jana Balabha Jaya Giri Varadhari Jaya Radha Jai Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Jai Yashoda Thank you.
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हाउ फास्ट ऑफ ऑल आई एम offering my unlimited obeisances to my spiritual master Nitrila Prabhishtam Vishnupad Ashtodara Satasri Sri Srimad Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj. After same obeisances to offering my Sikhya Gurudev Nitrila Prabhishtam Vishnupad Ashtodara Satasri Sri Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. All Vaishnav and all Vaishnavi. Hare Krishna,
You can translate, okay? You can tell, today you are very, very fortunate. You are gathering here, listen to Harikatha. And Shankar, he told to Parvati, oh Parvati, this material world, money, wife, children, family, you know, if somebody so much sinful activities person, they have also available this thing. But Parvati, this material world, two things is the very, very rare. Then Parvati asking, what is the two things? Well, one thing is the sadhu sangha, and the second thing is the harikatha. You know, Parvati, this two things is the very, very rare. This is material world. So wir sind sehr vom Glück begünstigt, dass wir hier zusammenkommen können und Harikatha hören. Einmal sagte Shiva Mahadev zu seiner Frau Parvati, in dieser Welt Dinge wie Geld, Frauen, Familie, Kinder, die sind sehr leicht erhältlich. Selbst diejenigen, die sehr sündhaft sind, selbst für die sind diese Sachen erhältlich. Aber zwei Sachen sind in dieser Welt sehr selten. Das eine ist Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit heiligen Persönlichkeiten, und das andere ist Harikatha, über die heiligen Themen, über Gott zu hören. Then Parvati, she asking Shiva, well, who can attend this Harikatha, you know, who can listen this Harikatha, when somebody got that fortunate listening Harikatha, then telling, अति हरि कृपा जा पर होई पाव देहिया संगत सोई. बोले पार्वती, then somebody coming to listen Harikatha, then got this fortunate, when Lord have so much, no, some special mercy to this jiva, then somebody came to this listen to Harikatha. And Srimad Bhagavat, they are telling, bhava apavarga bharmet jada janasya, Tahir achuta sat samagama, sat samagama jahir para bharesa jaye toi rati. So Srimad Bhagavat telling, you know, you are forgotten to learn and came this material world, always you are surrounding to 84 lakhs and birth and death. And when surrounding the 84 birth and death, then somebody came to the sadhu, when this all suffering completely finishing, now he have not more suffering, now Lord is the calling to him, then somebody came to associate of Sadhu Sangha. And when come to associate of Sadhu Sangha, then he understand who am I, where I come from, what I am doing, then he try to starting this spiritual life. So Shiva telling, then somebody come to Sadhu Sangha, Harikatha, when this complete their material existence, when finishing, then somebody came to Sadhu Sangha. Daraufhin fragte Parvati Mahadev, wie wird denn jemand so vom Glück begünstigt, dass er Harikatha hören kann? Wer bekommt denn diese Gelegenheit? Daraufhin antwortete Shiva, sagte, jemand, der sehr außergewöhnlich vom höchsten Herrn begünstigt ist. Der hat bekommt dieses große Glück, Harikatha zu hören. Das Lebewesen wandert in dieser materiellen Existenz durch 8.400.000 Lebensformen. Unablässig läuft er durch diese verschiedenen Lebensformen und findet keinen Ausweg daraus. So wenn durch die Gnade des Herrn praktisch diese materielle Existenz, diese Wanderung durch 8.400.000 Lebensformen zu einem Ende kommt, dann bekommt dieses Lebewesen dieses gute Glück, Harikatha zu hören. Und das bedeutet, dass er jetzt verstehen wird, wer er tatsächlich ist, was sein wahres Zuhause ist und wie er sein Leben zur Vollkommenheit führen kann. And Srimad Bhagavat, when Mata Dehuti, when she asked this Kapil Dev, oh Lord,
I am the ladies, you know. My mind is so restless, you know. Always thinking this material thing, so restless my mind. How can control my mind? How can the free of this material existence? Then Bhagavan Kapiladev telling, oh mother, only one way. You are doing my association, my devotee, then easily your mind, you know, think to Krishna. Then Lord Kapiladev also same thing he telling, Satanga Prasangat Mama Virja Sambhidau Bhavanti Hritikarna Rasayanikata. Telling, oh mother, when we are coming to association of Vaishnavas, you know, there one word is the very special word he using Bhagavan Kapiladev. Satang, telling, why are you listening to Harikatha? Well, not everywhere. Only listening to Satang, meaning Sadhu. Huh? So Sadhu, you are not listening Harikatha to anywhere. So they are telling, Avaisnava Upadeshta, Avaisnava Mukhadigrinam Putam Harikathamritam. You know this look? If not somebody Vaisnavas, if you listen this Harikatha, then he gave example like this milk. When you drink this milk, then what happening? Then your belly, the full, gave strength, coming some energy. But this same milk, if some snake he touch, then look like the milk. But you drink this milk, then what happening? Then you completely die. If not listening Harikatha, then sadhu, who is the following the spiritual path, you know, with the rare sadhu, if you did not listen Harikatha, if you are avaisnava listening Harikatha, then this Harikatha completely gave opposite fruit. Then you become completely die. So listen to Harikatha only sadhu, only if some Vaisnavas. Without Vaisnavas, if you listening Harikatha, then this Harikatha completely not gave strength to you like this milk, then you become die. Mutter Devahuti fragte auch ihren Sohn Kapiladev. Sie sagte, ich bin immer vertieft in materielle Angelegenheiten. Mein Geist ist nicht stetig, rastlos, immer absorbiert in diese Welt. Wie ist es für mich möglich, aus diesem Kreislauf von Geburt und Tod herauszubekommen und über den Herrn zu meditieren? Und Kapiladev sagte zu ihr, es gibt nur einen Weg, wie du aus dieser materiellen Welt befreit werden kannst, das ist durch die Gemeinschaft mit meinen heiligen Geweihten. Dann sprach er ein Vers, Satam Pasangan Mamavi Satsamido Bhavantiritkana Rasayana Kata Tetsoshanat Ashva Bhavagavatmani Shratta Ratya Bhaktya Anukamishati. In der Gemeinschaft von den heiligen Vaishnavas hört man über die wundervollen und glorreichen Spiele des höchsten Herrn. Diese Spiele des Herrn oder diese Beschreibung dieser Spiele, die sind wie eine Tonik, Rasayana, etwas, was praktisch die Krankheit des Herzens beseitigt und uns Energie und Kraft gibt. Indem man und diese Gespräche über den Herrn von den Gottgeweihten sind sehr anziehend und angenehm zu hören. Und einfach indem man von den Vaishnavas hört, wird man Vertrauen in Gott entwickeln und schließlich Anziehung zu ihm und reine Liebe zu Gott und kann diese materielle Welt verlassen. In diesem Vers ist ein Wort von Bedeutung, nämlich das Wort Satang. Satang bedeutet Sanhu, ein reiner Gottgeweihter, jemand, der tatsächlich auf der transzendentalen Ebene ist. Damit dieser Vorgang von Harikatha richtig funktioniert, ist es notwendig, dass der Devoti ein reiner Sadhu ist, ein echter Gottgeweihter, fortgeschrittener Gottgeweihter. Das wird verglichen, das ist wie mit einer Milch. Milch ist sehr nahrhaft und stärkend, aber wenn dieselbe Milch von einer Schlange berührt wird, dann wird sie extrem giftig. Und wenn man die dann trinkt, die Milch, dann stirbt man. So, in gleicher Weise Harikatha, wenn es von reinen Gottgeweihten gesprochen wird, ist sehr, sehr mächtig und kraftvoll. Aber wenn es von Leuten gesprochen wird, wenn Leute über Gott sprechen, die keine Gottgeweihte sind, dann diese Art von Gespräch, die kann großen Schaden anrichten. Ne? Die kann uns spirituell töten. Can you explain this
What? How light becomes poisonous if one devotee speaks about God? Yeah, so there, this log, you know, anybody this log, Avaishnava Mukhat Girnam Putam Harikathamritam Sravaneva Naivakartabam Sarpo Chishta Jathava. You know this log? Anybody know this log? You know, don't. So this telling if he is the Avaishnava, meaning if he is not Avaishnavas, he don't following anything. Only remembering some slok, remembering some class, reading some Bhagavat, like this some business person, you know, like this some business. Our India like this. Oh, if I gave Bhagavat Gatha, if that much money you gave, then I gave the Bhagavat Gatha. 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 10 lakh. If gave some money, then what happening? Then I am gave class. No, without I not gave class. Yeah. This meaning is Srimad Bhagavata, what is the Bhagavat? He is himself Krishna. Yeah. Then you are doing business to Krishna. You know, sir. So is the Avaishnava meaning who is not Avaishnavas? Who is not don't follow to anything? Not doing bhakti. You know, he is the Avaishnava. Telling Avaishnava Mukhad Girnam Putam Harikatha Amritam. They are telling Harikatha is the completely pure. Krishna and this Katha is not different. Yeah, not different, he is the same. So, if he is not a Vaishnavas, you know, he is not a Vaishnavas, only he is either doing business to Bhagavad Katha. You know, the business doing Bhagavad Katha, they are giving example, this Katha, you know, he never affect to you. Even listen to Hari Katha, but who is the lecturer, who is the give lecture, this heart, what is this heart? This heart is the, you know, one upon a time, some Sahajiya, they are coming and doing kirtan, you know, doing some kirtan. And doing the kirtan and left that place, then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj is telling, oh, this place completely becoming impure. And this place, what telling your language? Huh? Coming and this place, this earth, you know, the clay, and take out, throw to another place, this clay. This is mud. Why this place completely became impure? Gaur Kishore Das Babaji Maharaj telling, he did not telling Hare Krishna, Hare Krishna. He did not telling Nitya Gaur. They are telling money. You know, they are telling money. Why? So they are doing kirtan. That purpose of bhakti, purpose of money. You know, that if outside you looking, he chanting Hare Krishna, Nitya Gaur, this, what is this mind? This mind is the money. Why they are doing kirtan for not bhakti? They are doing for money, you know. So they are telling, if somebody lecture gave class, this heart is not pure, he did not give the class only for bhakti, this katha is the, you know. If you listen this katha, then what happening? What is the his heart? Then your heart also coming same thing. Your heart not coming bhakti. Why? This heart, this is the completely material desire. Then if you listen Harikatha, your heart also coming same thing. So telling Avaishnava, if not Avaishnavas, and he gave Harikatha, gave example like milk, when you drinking, what happening? Your belly completely full. He gave strength to you. Gave energy to you, and the same milk, if the snake, he touch this mouth, then what happening? Then this milk become completely poison, you know. If look like he is the milk, but he is not milk, he is the complete poison. If you drink, then what happening? It become die. They are telling like this, somebody not a Vaishnavas, yeah, and if listen Harikatha from to there, then what happening? If look like this is the Harikatha, but this is not Harikatha, why? Completely the material desire this heart, you know. This material desire. So if you listen to Harikatha, this Harikatha never gave bhakti to you, then gave the material desire gave you. So then you become die. So telling, and so Lord is telling, when you listen to Harikatha, you don't listen to Harikatha everywhere, you know. Everywhere don't listen. If there are some pure devotee, then you can listen to Harikatha. Is the same with kirtan? If some people do kirtan
And but with the desire for name and fame and enjoyment, money. Also poison. Yes, yeah, they are telling this katha. Then what happening? This katha is the, you know, then this katha gave you bhakti. Who is the speaker? If this heart is the pure, you know, if this heart is the only, so they are telling katha how I get pleased to Krishna, you know, Guru Vaishnavas. If this heart is a material desire, then what happening? Somebody listening to this heart also coming, same thing. So, dieser Vers, den Maharaj zitiert hat, der besagt, ne, dieses Beispiel mit der Milch und der Schlange. Das, es gibt zum Beispiel in Indien gibt es viele Leute, die sprechen über das Srimad Bhagavatam, über die Heilige Schrift, aber für Geld. Also die sagen, ich mindestens 200.000 Rupies, 300.000 Rupies oder 1 Million Rupies, dann gebe ich Vortrag über das Bhagavatam. Die lernen Verse auswendig, die lernen, wie man schön spricht und dann nehmen sie die Heilige Schrift und geben darüber Vorträge, aber für Geld. So das Srimad Bhagavatam, das ist eigentlich Krishna selbst. Es ist nicht verschieden von Krishna selbst, es ist vollkommen rein. Ja, und wenn man Bhagavatam hört, wird man gereinigt und vom Glück begünstigt. Aber wenn jemand dieses Bhagavatam vorträgt mit dem Wunsch nach Geld oder nach materiellem Genuss, dann stellt sich dieser reinigende Effekt nicht ein, wenn man das hört, sondern im Gegenteil. Das, was diese Person, der das vorträgt, im Herzen hat, dieselbe Stimmung, die kommt auch dann in unser Herz. Ja, so, das heißt, anstatt dass man gereinigt wird durch das Hören von Bhagavatam, wird man eigentlich verunreinigt, vergiftet man sich. So genauso wie die Schlange, das sieht immer noch aus wie Milch, das mag sogar schmecken wie Milch, aber wenn man es trinkt, dann vergiftet man sich, dann stirbt man. So in gleicher Weise, wenn er die Kirtan, Harikata, diese Dinge rein Gottgeweihten hören, von denjenigen, die im Herzen rein sind, dann ist es sehr, sehr kraftvoll. Aber wenn man es von denen hört, die materielle Wünsche in ihrem Herzen haben, dann ist es nicht Glück verheißen, sondern Unglück bringt. Yeah. So telling, when you listening Harikata, first you can say, who is that gave Harikata? So Vishwanatha Chakravarti Thakur, he telling, this ear, you know, this ear like one cup, this ear, this cup never gave to everybody. Meaning, you are not listening Harikata to everywhere. Well, from you listening from to where? Listening to from there, if he have samandha gyan, you know? If he have samandha gyan, speaker. He the speaker, he have samandha gyan. If the speaker, he worship Durga, Devi, Ganesh, Kali, you know, so many different demigods, if he worship, you know, if this bhakti is not in one pointed, if you listen Harikata, then what happening? Then what your aim and object completely disturb. Yeah. If you listen Harikata, why? Who is the speaker? He don't know what is the samandha gyan. Who is the Krishna? Who is the supreme personality God? He don't know. Then if you listen Harikata, what happening? He telling so many nonsense thing. He this that. Then your mind completely confused. So he are telling mother, you are listening Harikata Satang. If he is the pure sadhu, is coming the pure Suddha Vaishnava Sampradaya. Necessary can come to Vaishnava Sampradaya. So, Satang, bale prasangat. So if you listen to Harikatha, how bale prasangat? Prasangat meaning one is the Sangha and one is the Prasanga. Sangha meaning only you are going and you are listening and Katha finishing or you are finishing. No. Prasanga meaning completely association, meaning you are try to how he doing bhajan, you know, what is this bhajan paddhati. If you are completely accept to this bhajan paddhati, then it is a sangha, not a sangha. Give example, you know, some sadhu, he have some beard, she have some big hair. They are also one kind of hotelling, what is insect also staying some. Yeah, what? Lice. He also stay, but he is the sucking blood. Yeah.
This is not a Sangha. Yeah? This is not a Sangha. So Sangha meaning how he doing bhajan, you know, how he is chanting holy name, how he doing service, that meaning Mother Satang Prasangat. But if you doing like Prasanga meaning complete associate of this sadhu, then what happening? This katha is the birjya sambidhu, meaning this katha, when sadhu, pure sadhu, this katha is the very strong, you know, very strong this katha. This katha is the ordinary katha, very strong katha. If you listening to this strong katha, then what happening? Then hriti karna rasayana, hrit meaning heart, ear, he gave rasayana. Rasayana is one kind of medicine. There are 10 kind of, you know, root, you know, mix and make the very strong medicine. When you drink this medicine, then you are all kind of a disease is the finishing. And he gave so much strength to you. Meaning, when you listening like this Harikatha to pure sadhu, he also gave some spiritual strength he gave you. You know, they can give spiritual strength he gave you. So telling, listening Harikatha to Hoyar, who is the Vaishnavas. Die Ohren werden mit Bechern. So wie sein Becher, da soll man aufpassen, was man da hineinfüllt und was man trinkt. In gleicher Weise soll man aufpassen, was man in die Becher von seinen Ohren hineinlässt. Man soll nur praktisch Harikatha von denen hineinlassen, die Sambandha Gyan haben. Das heißt, die eine Beziehung zu Krishna im Herzen haben. Wenn jemand keine Beziehung zu Krishna hat, aber alle möglichen Leute verehrt, Durga, Kali und andere Halbgötter. Und man hört von denen Harikatha oder Kirtan, dann das Ergebnis wird sein, dass selber die eigene Bhakti, die eigene Hingabe zu Krishna dadurch gestört wird. Und dass man praktisch unser Herz nicht ungeteilt auf Krishna richten kann. So, deswegen soll man von den qualifizierten Leuten hören und auch der Zuhörer soll auch qualifiziert sein. Hier in diesem Vers heißt es Satam Prasangan. Prasanga bedeutet, es gibt Sangha und Prasanga. Sangha bedeutet zusammen sein, aber Prasanga bedeutet auf vollkommene Art und Weise zusammen sein. Also man kann äußerlich mit dem Sadhu zusammen sein, zum Beispiel der Sadhu, der Magen so Läuse in seinem Haar wohnen, die sind auch mit dem Sadhu zusammen, aber die bekommen keinen Nutzen von dieser Gemeinschaft, sondern die saugen nur sein Blut raus. So in gleicher Weise einfach nur zusammen sein äußerlich mit dem Sadhu reicht nicht, sondern man muss ihm in jeder Hinsicht nachfolgen, seinen Anweisungen folgen, seine Stimmung, Krishna zu verehren, annehmen und dieser Stimmung nachfolgen. Das nennt man Prasangam, eine richtige Gemeinschaft mit Vaishnavas. Dann, wenn man diese Gemeinschaft, richtig Gemeinschaft hat mit den Vaishnavas, dann Mama Virasamvido, dann wird man von ihnen dieses sehr mächtige, kraftvolle Harikatha hören. Und dieses kraftvolle Harikatha wird verglichen mit einem Rasayana. Rasayana ist eine indische spezielle Medizin. Während 10 Wurzeln, der Extrakt von 10 Wurzeln genommen und gemischt auf eine bestimmte Art und Weise. So dieser Rasayana, der hat die Kraft, alle Krankheiten zu heilen und den Körper zu nähren und zu kräftigen. So ist die Wundermedizin, ne? Rasayana. So in gleicher Weise der Harikatha, den man von den reinen Vaishnavas hört, der ist wie Rasayana. So wenn man den richtigen Vorgang folgt, dann ist dieses Harikatha sehr, sehr mächtig. Maharaj, question I have. Yeah. It is said, if anyone, he will speak holy name, even Namabhas, na Helaya, and so on. There's so much benefit is there. So if any sahajya, he is doing kirtan, and people, they are also chanting. And so they will not get any benefit, these people who are chanting? He got benefit, but not coming, you know, Krishna prem, he is not
He cannot get the Krishna prema, not get the Suddha bhakti. But can you say it is poison? If then they are telling, this sloka is telling a Vaishnava, you know. If he is not a Vaishnavas, yeah, and you are listening to Harikatha from there, then they are telling is the like this is poison. The Paijan. If he is Aparadi. Aparadi. Yeah. Like okay. So necessary Vaishnavas. Mm-hmm. You told about the lice in the hair. So he is asking if any animals, they come in contact with sadhu, they will not get any benefit? Animals? No, not get benefit. Yeah, the musket. Yeah. So. This is the different thing. They are telling. Scripture telling drudhe taranti, mrudhe taranti. If they are telling example, who is the completely foolish person, you know, completely foolish, they can get benefit. Mm. And who is the very strong doing bhakti, you know, he also got benefit. Mm-hmm. But he is the between person, you know, he know to everything, but knowingly he doing to offense, they are telling they cannot get benefit. Mm-hmm. Yeah. Okay. So zwei Arten von Leuten bekommen Nutzen aus der Gemeinschaft vom Sadhu. Diejenigen, die nichts wissen und praktisch völlig unbedarft sind, selbst wenn sie viele Fehler machen oder sich falsch verhalten, trotzdem bekommen sie Nutzen aus der Gemeinschaft mit dem Sadhu. Hm. Und diejenigen, die ernsthaft, aufrichtig sind, Bhakti praktizieren, die bekommen auch Nutzen aus der Gemeinschaft mit dem Sadhu. Aber die dazwischen, das heißt, die es eigentlich wissen, wie man sich verhalten sollte gegenüber dem Sadhu, aber es trotzdem nicht machen, das heißt, die Vergehen begehen, die haben keinen Nutzen aus der Gemeinschaft mit dem Sadhu. Like this Jagai Madhai, you know, they are doing so much sinful activities, but they are not doing any offense. Ajamil, he doing so much sinful activities, but he not doing any offense. And Valmiki, he doing so much sinful activities, but he not doing offense, you know, so they can get liberated. So when some offense are knowingly everything, but he doing again doing offense, this is, he cannot get benefit. Ja, so gibt Beispiele in den Schriften, zum Beispiel Jagai und Madhai, die waren sehr sündhafte Menschen, aber die haben keine Vergehen gemacht. Oder Ajamil hat auch sündhaft gehandelt, aber hat keine Vergehen begangen. Oder Valmiki Muni. Solche Art von Menschen bekommen Nutzen aus der Gemeinschaft mit Sadhus. Aber diejenigen, die wissentlich sich gegen den Sadhu vergehen, die Vergehen begehen, die bekommen keinen Nutzen aus der Gemeinschaft. Yeah, so they are telling, Mam Bhavanti Hritikarna Rasayanat Katha, Tajasana Asu Apabarga Bartmani. If you are listening Harikatha like this very attentively and some pure Vaishnavas, then what happening? Very quickly, you know, your heart completely become pure. So Apabarga Bartani. Maybe you are listening Pa Bargamani, Pa, Pa, Ba, Bha, and Ma. This is the Pa Barga. Then this all this Pa Barga completely finishing. Pa meaning Parishram. Bha meaning pain, you know this thing, Bha meaning Bharthata, Bha meaning Bhai, Ma and Mritu. These five things completely finishing if you're doing association of Sadhu. Yeah. Und jetzt dieser Vers schreibt weiter. Wenn man von dem Sadhu hört, mit der Haltung, dann, Haribol, dann wird was passieren, nämlich Ashvapavagavatmani. Man wird den transzendentalen Pfad beschreiten, das heißt, man wird spirituellen Fortschritt machen und die materielle Existenz verschwindet. Es gibt, wird beschrieben, Apavaga. Pavaga ist im Sanskrit die verschiedenen Familien, Buchstabenfamilien. So Pavaga sind fünf Buchstaben. Pa, Pa mit H, Ba, Bha und Ma.
Ja, so Pavaga bedeutet einmal diese Sanskrit, ist dann so ein Wortspiel, Sanskrit Buchstabenfamilie, aber bedeutet auch der Pfad der materiellen Existenz. Pa steht für Parishram. Die materielle Existenz beginnt damit, dass man sehr hart sich abmühen und kämpfen muss in diesem Leben. Für alles muss man kämpfen. Selbst nur um zu essen, um schlafen zu können, muss man hart kämpfen ums Leben in dieser materiellen Existenz. So, der nächste ist Pa. Pa kommt im Sanskrit Pem. Pen bedeutet Schaum. Und das ist so wie ein Pferd, wenn es immer weiter rennen und rennen muss und irgendwann kommt ihm der Schaum vor das Maul. So, diese materielle Existenz ist so, dass es wird nicht, man hofft immer, es wird immer besser, aber im Gegenteil, es wird immer noch mehr anstrengend und mühsam und man muss sich noch mehr anstrengen. Dann das nächste Ba. Ba steht für Byatata. Byatata bedeutet Frustration. Obwohl man sich so sehr bemüht und so große Hoffnungen hat, dass man glücklich wird, ist der Welt irgendwann alles schlägt fehl und man wird vollkommen frustriert. Man spart so viel, um seine Sinne zu genießen, aber alles löst sich in nichts auf und die Sinne verlieren ihre Kraft. Alles Geld wird einem weggenommen oder was immer. Also letztlich, materielles Leben ist frustrierend. Dann das nächste, Baha. Baha steht für Bahaya. Bahai bedeutet Furcht. So, je mehr wir uns vertiefen in diese materielle Existenz, umso mehr entsteht Angst. Je mehr wir ansammeln in dieser Welt, Familie, Reichtum, Haus und all diese Dinge, umso mehr werden wir diesen Dingen verhaftet, umso mehr fürchten wir uns. Und das nimmt immer mehr und mehr zu, diese Furcht. Und schließlich Ma. Ma steht für Mara. Mara bedeutet der Tod. Deshalb all diese Mühe und diese Frustration und diese Furcht als Belohnung für alles, zum Schluss sterben wir. Das ist der Pfad der materiellen Existenz Pavaga. So jedes Lebewesen dieser Welt geht diesen Pavaga. Aber wenn man Harikatha von den Sadhus hört, dann wird man den entgegengesetzten Pfad beschreiten, Apavaga. Das heißt, dem Pfad zur Erlösung, dem Pfad zur Transzendenz. Yeah. So, Shankar, he told to Parvati, hello Parvati, you can come association of sadhu, you can get, then what happened is Shraddha, Rati, Bhakti, Anukramishati. But when listening to Harikatha, first what happening? Your heart coming Shraddha. Yeah, first you listen to Harikatha. So Shraddha is the bee, you know, is the seed. So when listening Harikatha, Harikatha, then what happening? Then without Harikatha, your heart never coming any Shraddha. So Rukmini, he told to Krishna, he gave, say, when he sent this letter telling, oh Krishna, you also did not serve to me, I also did not serve to you. But I am listening Harikatha, your past time listening from to Narad, listening Harikatha, now I am so much faith to you. Yeah. So Shastra is the telling, Prathama Bhakti Santanakari Sangha. First is the Shravan, then is the Kirtan. Yeah? First is the Shravan. So when you listening Harikatha from to Vaishnavas, glories of Lord, then what happening? First he comes the Shraddha. Then Shraddha, slowly, then Shraddha, then Sadhu Sangha, then is the Bhajanakriya, then is the Anarthanibhriti, then is the Ruchi, Nishta. Then it is, you know, ruchi, nishta, asakti, bhava, prem. So telling when listening Harikatha, but then slowly, Shraddha, then Rati, then it is prem, then bhakti. Slowly, one day you can attain to Krishna. So only association of sadhu, everything happening, this thing. In der Gemeinschaft, der letzte Zeile in diesem Vers beschreibt, was schließlich passiert, wenn man Harikatha hört von den Sadhus, wird man allmählich erst Shraddha, dann Bhav und dann Prem entwickeln. So Shraddha bedeutet Vertrauen. Ja, dass, um den spirituellen Pfad zu begehen, ist es notwendig, festes Vertrauen in Krishna zu entwickeln. Ohne dass wir Harikatha hören von den Sadhus, werden wir kein Vertrauen entwickeln. Das ist nicht möglich. Ja. So, aber wenn wir richtig, zum Beispiel
Rukmini hat an Krishna einen Brief geschrieben und ihn gebeten, dass er sie kidnappt und zur Frau nimmt. So, Rukmini schrieb in diesem Brief, sie sagte, ich habe dich nie gesehen und du hast mich nie gesehen, aber ich habe von Narada Rishi über deine Herrlichkeit gehört und einfach durch dieses Harikatha von Narada habe ich so viel Vertrauen in dich entwickelt. So, das ist der Vorgang, um Vertrauen zu bekommen, von den Sadhus zu hören. Und wenn man weiterhört, dann allmählich, Stück für Stück, wird als erstes Vertrauen erwachen, dann wird man Gemeinschaft mit Vaishnavas suchen, dann wird man anfangen, den Herrn zu verehren, die Unreinheiten werden das Herz verlassen, dann wird man stetig in seinem Dienst, schließlich bekommt man Geschmack daran, Krishna zu verehren, und dieser Geschmack vertieft sich weiter, der wird zu einer starken Anhaftung und schließlich zur Bhav, das heißt der Vorstufe von reiner Liebe zu Gott und schließlich zur voll entwickelten reinen Liebe zu Krishna, Prem. Also indem man von Sadhus hört, Stück für Stück, allmählich, wird sich das Herz auf diese Weise wandeln. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today, you know, you are very, very fortunate. So you are gathering here listening to Harikatha. So Harikatha is such a thing. If some of you are going Harikatha, Padma Purana, they are telling when Chatusan, he start to Harikatha, you know. He want to tell to Harikatha to whom? Tell to Harikatha Jnana and Vairagya, you know. Bhakti and Jnana and Vairagya. He want to tell to Harikatha Haridwar. Then what happening? Fast, who is the coming listen to Harikatha? Srimad Bhagavat Katha. Fast coming Vaishnavas. Why? Srimad Bhagavat is the scripture of a Vaishnavas. Just Vaishnavanam Dhanam. He the wealth of a Vaishnavas. Vaishnavas, they are fast coming. Then who is the coming? Then coming all Rishi Muni also coming there. Then all holy Tirtha river also coming there. Even all demigod also listening to Harikatha there. And when try to start to Harikatha, then all heaven, all demigod, they are showering this Parijat flower and they are given to Jai Srimad Bhagavat Katha Amritam Ki Jai. This, that meaning is the where is the katha is the going, only not you are listening to Harikatha, they are telling all Vaishnavas, all Rishi, Muni, all Ganga, Yamuna, Saraswati, Narmadi, Ajodhya, Mathura, Maya, and even all demigod also they are came to there and listened to Harikatha. So this Harikatha is the so, so glorious and is the very, very rare this Harikatha. Dass wir Harikatha hören können. Es wird beschrieben, dass einmal die vier Kumaras des Srimad Bhagavatam sprachen zu Bhakti Devi und ihren beiden Söhnen Jnana und Vairagya in Haridwar. Und als sie begannen, Harikatha zu sprechen, dann kamen alle herbeigeströmt, um auch zu hören. Als erstes kamen die Vaishnavas, weil das Srimad Bhagavatam ist der Schatz und der Reichtum von den Vaishnavas. So alle Vaishnavas kamen, um auch Bhagavatam zu hören. Aber nicht nur sie kamen, sondern alle Rishis und Munis, das heißt die großen Weisen aus dem Universum, die kamen auch an, um Harikatha zu hören. Als nächstes kamen die gesamten heiligen Orte an, ne? Die ganzen Heiligen, also in Person, Haridwar, Avanti, Ayodhya, Mathura, all die heiligen Orte kamen. Und auch die heiligen Flüsse, Ganga, Namada, Kaveri, die Saraswati und so weiter. Und schließlich kamen auch alle Halbgötter und haben vor lauter Freude die Blumen aus den himmlischen Planeten herabgestreut, Parijata-Blumen, und sind ihnen gekommen und haben Harikatha gehört. Weil Harikatha ist sehr, sehr selten und sehr außergewöhnlich und barmherzig. Yeah. And when the Chatusan telling Harikatha, you know, then Jnana, Vairagya and Bhakti,
You know, they are completely youth, you know. Before Gyan Bhairav completely lay down, old, you know. He comes to the senses, but when listening to Harikatha and Bhagavata Kutta, they are completely alive, understandable. And then Bhakti Devi completely youth, and Gyan Bhairav completely youth. And everybody try to dancing there, you know. They are try to dancing. And all there Sukhdev Goswami manifested there, Arjun, Uddhav, they are starting playing to Mridang. Narada tried playing this Bina, and Uddhav playing this is the Pakavaj in Mridang. And there Radha Krishna, Goloka Vrindavan, from Goloka Vrindavan, Radha Krishna appeared there. What is that meaning? That meaning is the, so Bhakti, he have two son. One is the Gyan and one is the Vairagya. He have two son, you know. Here coming question, but how this Bhakti have two son, Gyan Vairagya? But Chaitanya Charitamrita telling Gyan Vairagya, through Gyan Vairagya you cannot attend to Krishna. Only Bhakti, only one way, then through the Bhakti only you can attend to Krishna. But how this Bhakti have two son, Gyan and Vairagya? Here they are coming question. They are telling here Gyan is not a Brahma Gyan, here Vairagya, there are five kinds of Vairagya. You know, there are five kinds of Vairagya. One is the Phalgu Vairagya, one is the Markata Vairagya, one is the Smansana Vairagya, one is the Prasava Vairagya, but one is the Jukta Vairagya. There are Vairagya also five kinds of Vairagya. But here Vairagya is the nut, there are kind of Vairagya. Vairagya meaning special Anurag. You know, Vairagya meaning the special prem, love and affection. So, without love and affection, without you have Gyan. Gyan meaning is the Bhakti Gyan. Guru Tattva, Krishna Tattva, Prem Tattva, Vaishnava Tattva. This kind of Gyan, who is the favorable of this Bhakti. So, Bhakti have this the two son, one is the Gyan and one is the Vairagya. If there are two things you have not completely, then what happening? Then Narada saw this is the Bhakti Devi, the weeping. Bhakti is the weeping. What is this meaning? Meaning is the if you are Gyan, this Bhakti Gyan not completely, you have not love, affection, that what happening? This Bhakti Devi, our heart is this Bhakti, you know, sleep, you know, he the weeping. Why? This Bhakti is not increase. But when listening only Harikatha, Bhagavata Katha, then they are complete. If Gyan Vairagya completely is dry, but they are also start to dancing when listening Harikatha. That meaning, when you listening Harikatha, then what happening? Then our bhakti becomes so strong, yeah, so strong. Then possible you can doing the bhajan. Without bhajan is the very difficult. Then Bhakti Devi, he became, you know, very unhappy. Und warum die vier Kumaras des Bhagavatam sprachen, war, dass Bhakti Devi sehr unglücklich war. Und zwar deswegen, weil ihre beiden Söhne, Gyan und Vairagya, sehr alt geworden waren, plötzlich alt geworden waren und vollkommen schwach, kaum geatmet haben, nicht in der Lage aufzustehen. Und Bhakti Devi war sehr unglücklich, sie hat geweint. So Gyan und Vairagya, das Wissen und Loslösung, sind die beiden Söhne von Bhakti. So man mag fragen, wieso Wissen und Loslösung Söhne von Bhakti sind. Weil normalerweise heißt es in den Schriften, man kann Krishna nur erreichen durch Hingabe. Und Loslösung, Vairagya und Gyan, Wissen, die sind eigentlich Hindernisse für Bhakti. So. Die Antwort darauf ist, dass es verschiedene Arten von Wissen und Loslösung gibt, oder Vairagya. Es gibt so viele Arten von Wissen, materielles Wissen, unpersönliches Wissen. Aber das Wissen, was mit Bhakti verbunden ist, das ist Wissen über Krishna, Wissen über Transzendenz, Wissen über unsere Beziehung zu Krishna. Diese Art ist Sambandha Gyan, heißt das. So diese Art von Wissen, die ist förderlich für Bhakti, die nährt und unterstützt Bhakti. Ja. Und Vairagya, es gibt auch fünf Arten von Vairagya oder Loslösung. Eine ist Markat Vairagya, das heißt, wenn jemand Sannyasi wird, weil er einfach nur eine Idee hat, ist mir zu anstrengend, mein materielles Leben, ich gebe alles auf. Das nennt man Markat oder Affenentsagung. Dann
Shasan Vairagya jemand, der praktisch jemand, ein geliebter Verwandter ist gestorben und man denkt, was hat dieses ganze Leben für einen Sinn? Es ist alles nutzlos, ich höre auf mit meinem materiellen Leben, ich wäre ein Sannyasi. Und diese Art von Entsagung ist auch nicht beständig, die ist auch nur zeitweilig. Oder andere Art von Entsagung, dass man einfach den Entsagten nacheifert, weil man durch sie inspiriert ist, aber nicht selber wirklich losgelöst ist. Aber eine Art von Entsagung nennt man Yukta Vairagya. Das bedeutet, allem zu entsagen, was abträglich ist für Krishna Bhakti. Und alles anzunehmen, was förderlich ist für Krishna Bhakti. Zu verstehen, alles in dieser Welt gehört Krishna und ich benutze es nicht für meinen Genuss, sondern für Krishnas Dienst. Diese Art von Loslösung nennt man Vairagya. Vai bedeutet nicht nur, bedeutet entweder ohne Rag, ohne Anhaftung, aber es bedeutet auch Vishesh Rag, das heißt besondere Anhaftung. Besondere Anhaftung an Krishna, gleichzeitig wird man automatisch losgelöst von allen materiellen Dingen. So diese Vairagya, die ist ein ständiger Begleiter von Bhakti. So Gyan und Vairagya, die waren schwach durch den Einfluss des Kali Yuga. Aber als die vier Kumaras der Harikatha sprachen, dann wurden Gyan und Vairagya wieder jung und stark und begannen vor Freude zu tanzen. Und Bhakti Devi fing auch an zu tanzen. Und dann zu dieser Zeit, alle transzendentale Glückseligkeit breitete sich aus. Narada Muni begann auf seiner Veena zu spielen. Die Pandavas und Uddhava manifestierten sich plötzlich und spielten Mridangas. Und schließlich erschienen sogar Radha und Krishna selbst in diesem Festival von Harikatha. So Harikatha hat diese Kraft, dass es praktisch uns belebt, stärkt, uns Wissen und Loslösung gibt und unsere Bhakti stark macht. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Bala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. So today you are listening, try to listening, Brihat Bhagavatamritam. Okay, so this Brihat Bhagavatamrita scripture, so here it is, Sanatana Goswami telling this scripture is the, you know, very very good scripture, you know, telling what is the Brihat Bhagavatamritam, telling is the Bhagavata is the essence of all scripture, telling Arthayam Brahma Sutranang Bharatartha Vinirnaya Gayatri Bhasa Rupa Sau Vedartha Parivarnita. Meaning, all scripture essence is the Srimad Bhagavata. But what is the Srimad Brihad Bhagavata Amritam? Telling this is the essence of Srimad Bhagavata. Essence of Bhagavata, but after is the writing, who is the, this is the Sanatana Goswami, but after also one scripture, this is the Laghu Bhagavatamrita, you know, Laghu is the writing Rupa Goswami, writing Rupa Goswami. That question, why again, if this Sanatana Goswami writing, this is the Brihat Bhagavatamrita, Bhagavata, the Brihat, this is the essence of this Grantha. Again, why Rupa Goswami again writing the Laghu Bhagavatamritam? Why? What is the reason? Laghu Bhagavatamritam meaning this is Brihat Bhagavatamritam, essence of this Brihat Bhagavatamritam. Again, why writing the Laghu Bhagavatamritam? Telling this Kali Yuga Jiva is the Prayana Alpayusa. This age is the, you know, very, very little age. Shortless age he have. And their scripture is the so many scripture, you know. I reading the all scripture, understand this essence is the very, very difficult to this Kali Yuga Jeeva. And somebody following Gyan, somebody following Karma, somebody following the Yoga, you know, there. But this age is the very little age. But how is the understand what is the essence of all scripture? So Sri Rupa Goswami, again he writing this is the Laghu Bhagavatamritam. Telling what is the meaning of this Laghu Bhagavatamritam. They are telling this is the Bhagavata meaning. One is the, you know, one is the Bhakta Bhagavat,
and one is the where is the devotee's pastime and where is the Krishna's pastime. There are two pastimes there, you know, two pastimes. They are telling this Lagu Bhagavatamrita is the established why you are worshipped to Krishna, even they have so many incarnations and demigod, demigoddess, and there are also so many incarnations, but why you are only worshipped to Krishna? So he is established Krishna, who is the Krishna? He is the supreme personality of the Godhead. And he is the established what is the answer, what is the kala, what is the bikala, why Krishna is the completely. So this Lagu Bhagavatamrita, he established to Krishna, he is the supreme personality of the Godhead. He gives so many nice, nice examples, this Lagu Bhagavatamrita. So wir werden jetzt hören über das Brihad Bhagavatamritam. Brihad Bhagavatamrita wurde verfasst von Sanatan Goswami. Und Brihad Bhagavatamritam bedeutet der Nektar des Srimad Bhagavatam oder die Essenz des Srimad Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam gilt als die Essenz von allen Schriften. In allen vedischen Schriften die Essenz davon ist das Srimad Bhagavatam. Und das Brihad Bhagavatamritam von Sanatana Goswami ist die Essenz wieder von diesem Srimad Bhagavatam. Und Srila Rupa Goswami hat dann wieder die Essenz von diesem Brihad Bhagavatamritam verfasst. Das heißt, er trägt den Namen Lagu Bhagavatamritam. So, man mag fragen, wieso ist es notwendig, nochmal die Essenz von der Essenz von der Essenz zu verfassen? Die Antwort ist dort im Bhagavatam, dass in diesem Kali-Yuga haben die Menschen nur sehr schwache Intelligenz und sie haben nur eine sehr kurze Lebensdauer. Und gleichzeitig gibt es so viele verschiedene Arten von Schriften, die man studieren kann. So ist es sehr schwierig für die Seelen im Kali-Yuga herauszufinden, was ist der richtige Pfad, was zu folgen, was nicht zu folgen. Weil es gibt einfach so viele verschiedene Pfade, Karma, Jnana, Yoga und all diese Dinge. So, deswegen hat Srila Rupa Goswami in ganz einfacher Form die Essenz von der Essenz von der Essenz von allen Schriften gegeben. Und das ist wird zwei Dinge beschrieben. Einmal die Herrlichkeit von Krishna und einmal die Herrlichkeit von den Devotees. So Brihad Bhagavatamrita beschreibt die Herrlichkeit von den Devotees. Und im Lagu Bhagavatamritam erklärt Srila Rupa Goswami, wieso ausgerechnet Krishna und nicht irgendeine andere Inkarnation die höchste absolute Wahrheit ist und verehrt werden sollte. So Lagu Bhagavatamrita mit so vielen wunderschönen Beispielen und Erklärung gibt es den Beweis, dass Krishna und nur Krishna der höchste Herr ist, der verehrt werden sollte. Yeah. So now, some day before you are celebrate Krishna Janmashtami. Yeah, celebrate Krishna Janmashtami. So Rupa Goswami, he take this slok, ete chansa kalapunsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyakula lokam mridhayanti juge juge. So Rupa Goswami, he take this slok. Why? Srimad Bhagavat, even so many praman, but Bhagavat praman is the topmost praman. So when Sri Suta Goswami, he explained all incarnation, you know, all that 24 incarnation is the explained 24 and first incarnation is the first is Chatusan, then is the Varaha, then the Narad, then is the Narayan, yeah, there's all incarnation, Matsya Kurma. When explain all telling the name of all incarnation, then he also take the name of Krishna, also he take their name. Krishna also one incarnation. But when tell Krishna also one incarnation, then Suta Goswami becomes so afraid. Hello, I am doing some wrong thing. Hello, why? I am telling Krishna is one incarnation, but is not Krishna is the incarnation. He is the avatari, meaning all incarnation came from to Krishna. But I am telling this Krishna is the incarnation. Then, you know, then again for Krishna he writing another slok, ete chansa kalapunsa krishnastu bhagavan swayam, telling, oh, you know, before what I am take the name, you know, different incarnation, but there is the some answer and answers is kala.
But who is the Krishna? Krishna stu Bhagavan Swayam. He is the Purna Brahma. Only Krishna is the Purna Brahma. You know, Krishna is the Purna Brahma. So they are used Krishna stu Bhagavan Swayam. So Rupa Goswami is explaining what is the meaning of Swayam. Yeah, what is the meaning of Swayam? Then he gave example like this one, you know, Anka one. He never takes shelter to any Anka. Anka what telling? He never take the shelter to anybody. One is the completely. But when telling two, then what happened? One became two. When telling three, two, one became three. But when telling four, three, one is the four, two is the four. Yeah? But when telling one, he never takes shelter to any anchor, never takes shelter to any number. So there, give example like this, Krishna, he is the completely, without taking shelter to anybody, he is the completely. So Krishna is the Bhagavan Swayam, he is the Supreme Personal Godhead. Rupa Goswami benutzt in seinem Lago Bhagavatamritam, erklärt er einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam. Es gibt viele Beweise in den Schriften, dass Krishna Gott ist, aber der höchste Beweis ist das Srimad Bhagavatam, weil es die Essenz von allen Schriften ist. So in diesem Srimad Bhagavatam findet man einen Vers im zweiten Kanto, Ete Changsa Kalach Pungsan, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Radha Shyam Sundar Ki, Nityananda Mahaprabhu Ki. So, dieser Vers, Sutta Goswami, beschrieb dort im Bhagavatam die verschiedenen Inkarnationen. 24 Inkarnationen des Herrn, angefangen mit den vier Kumaras, Narada, dann Varahadev und Narayan. Und in diesen 24 Inkarnationen sprach er auch über Krishna. Und aber als er dies sprach, dann hat er so Angst bekommen, oh, ich habe Krishna als seine Inkarnation beschrieben. Aber Krishna ist nicht Avatar, Krishna ist Avatari, derjenige, von dem alle Avatars kommen. Und deswegen hat er noch ein extra Vers über Krishna verfasst und sagt, Ete Changsa Kalach Pungsang Krishnas Tu Bhagavan Swayam. Alle diese Inkarnationen, die ich gerade beschrieben habe, sind entweder Teile oder Teilerweiterungen. Aber Krishna ist die ursprüngliche höchste absolute Wahrheit selbst. Rupa Goswami erklärt diese Wort Swayam. Swayam, sagt er, bedeutet das eine, unteilbare. So wie die Nummer 1 ist praktisch die kleinste vollständige Einheit. Und alle anderen Zahlen setzen sich zusammen aus verschiedenen Summen von 1. 2 ist 1 plus 1, 3 ist 1 plus 2 oder 1 plus 1 plus 1. Aber die 1, die setzt sich nie aus anderen Sachen zusammen, sondern die ist die eine vollständige Einheit. So, das wird beschrieben, erklärt mit dem Wort Swayam. So genauso ist Krishna die eine absolute Wahrheit, von dem alles andere ausgeht. And Kavijaydev, see Gita Govinda, you know, they are also telling, Plipralayopayo dhijale dhrita bana sivedam bihita bahitra cha ritra makhedam Pralaya payo dhi jale drita bana sivedam bihita bahitra cha ritra makhedam kesa badrita mina sarira kesa badrita mina sarira jaya jagadi sahare he jaya jagadi
sahare atab kar kamala bare nakha madbhuta sringam dalita hiranaka sipur tanu bhringam kesabadrita narahari rupa kesabadrita narasingha rupa jaya jagadi sahare jaya jagadi sahare jai jai kesabadrita dasavidha rupa jaya jagadi sahare jaya jagadi sahare isliye ye ek kavi jaydev gid govinda you know so he telling who is that take this all incarnation who is that take this bole kesabadrita he the kesav he that take this the all kind of incarnation you know but you are staying Germany so you when you listening easily accept but this India very difficult somebody see with the supreme palace godhead somebody Durga is the supreme palace godhead somebody Ram you know there are so many you know so many fight else you know but here Kavi Jayadev he that telling well Kesav what is this one Kesav well Ka meaning the Brahma is meaning Shankar who is the master of Brahma and Shankar and second meaning the kesav like case meaning here when radharani doing man rasalila so krishna he take to srimati radharani the shringar but case meaning the here where is the take krishna he take this is the what and this is here very nicely he the decorate so his name is the kesav so who take this all incarnation he the kesav he the take this all incarnation so krishna he the supreme person of godhead this lied was er gesungen haben ist aus Kinder von Jayadev Goswami und Jayadev Goswami beschreibt ein Ende von jedem Strof kesavadrita mina sarira kesavadrita nara hari rupa kesava nimmt die Form an von Mina, das heißt der Schildkröteninkarnation. Keshava nimmt die Form an von Shingadev, von Ram. Ja, so, wir hören das und wir können, für uns ist das leicht zu anzunehmen, weil wir das nicht, weil wir es nur so gehört haben. Aber in Indien ist es sehr, sehr schwierig für viele, das zu akzeptieren, weil die Leute glauben, Durga ist Gott, Shiva ist Gott, Ram ist Gott, so viele Überzeugungen. Aber Jayadev Goswami, dieser Gita Govinda, schreibt ganz klar, es ist Keshava, der all diese Formen von diesen Inkarnationen annimmt. So, wer ist Keshava? Keshava ist Krishna. Keshava bedeutet Ka-Isha, der Herr von Brahma und Shiva. Keshava bedeutet auch derjenige, der das Haar von Srimati Radharani kämmt und schmückt. Als Radharani den Rasa-Tanz verlassen hat, weil sie zornig war auf Krishna, ist Krishna ihr gefolgt zum Sringaravat und um sie zu besänftigen, hat Krishna selbst Srimati Radharanis Haar geflochten und geschmückt. Und deswegen ist sein Name Keshava. So dieser Keshav, Krishna, er ist der Ursprung von allen anderen Avatars. Yeah, then Rupa Goswami, he gave example, there Swayam, you know, Swayam, meaning he is the, Krishna is the, there Bhagavat, he gave quotation, Bhagavat, there are three places telling Krishna is the Swayam. You know, three, like this, you are telling Harir Naam, Harir Naam Iva Kevalam, Kalau, Nasteva, Nastava Gatiranyata, you know, first line is the three times, and the second line are three times. That our meaning is the, when something three times is completely established, you know, completely. So, like this Rupa Goswami, he telling Srimad Bhagavat, they are the Swayam, this is the word, Bhagavat, three places is the use this Swayam Sabda. Telling Hoyari, this Swayam Sabda.
One is the when Uddhava, you know, when he Uddhava, he doing the glory to this is the you know Uddhava glory to Krishna. They are telling Swayam to Asamatya Traya Tridisya. You know, they're telling who is the Krishna, you know, he the Swayam to Asamatya, meaning even you know he does the Asamartha Tattva. Asamartha Tattva Krishna is Asamartha, Swayam to Asamatya. Second Swayam Sabda, when Krishna he came to the Om of Devaki, then all 3 million, well, billion, that all incarnation together, they are doing Garbhastuti. You know, doing Garbhastuti, they are telling is the Swayam to Hari Kilam. When Krishna is the Swayam Purna Brahma. You know, there. Another place where the Swayam, Krishnastu Bhagavan Swayam. You know, there he gave, Rupa Goswami gave example, you look the Srimad Bhagavat telling Krishna 3 places he used, Krishna is the Swayam, meaning he is the completely, without take anybody's shelter, he is the completely, so 3 places he gave example, Swayam, you know, Sabda, word, 3 times used for Krishna. Rupa Goswami erklärt, dass das Wort Swayam im Srimad Bhagavatam für Krishna benutzt wird. Und einmal das Krishnastu Bhagavan Swayam. Alle Inkarnationen sind entweder Teile oder Teilerweiterung, aber Krishna ist der ursprüngliche höchste Herr selbst. Ein anderes Mal wird das Wort Swayam benutzt von Uddhav, der zu Krishna betet. Uddhav etabliert in diesem Vers Krishnas höchste Form. Er sagt, Swayam Asamartva. Asamartva bedeutet jemand, den keiner übertrefft und dem auch niemand gleichkommt. So Uddhav beschreibt in diesem Vers Krishna Tattva und erklärt, dass Krishna die ursprüngliche höchste Person ist. Und der dritte Ort, wo dieses Wort Swayam benutzt wird, ist Devaki, wenn Krishna. Aha. Als Krishna in den Leib von Devaki eingegangen war, im Kerker von Kamsa, zu der Zeit kamen alle 330 Millionen Halbgötter und haben zu Krishna im Mutterleib gebetet. Und zu der Zeit haben sie auch Krishna als Swayam angesprochen, als die ursprüngliche, höchste, vollständige Persönlichkeit. Ne? So, derjenige, der praktisch vollständig ist, und der von niemand anderen abhängig ist, sondern allein die vollständige höchste Wahrheit bildet, das ist Krishna. And Rupa Goswami, again, he gave a nice example. Telling, you know, even all incarnation is the hatari gati dayak. Meaning when somebody, killing to somebody, if Lord is killing, then what happening? Outside you saw he killing, but inside you saw, but not he killing anybody. He gave hatari gati dayak. He got a very big position, you know, became liberated. When God is killing to somebody, they become liberated, you know. But outside is a killing. They are telling completely, Hatari Gatidai, this quality only present to Krishna. Then he gave example. When the Chatusan, he gave curse to Jay and Vijay. First life, they are Hiranyaka and Hiranyakasipu. Who is the kill to Hiranyaka and Hiranyakasipu? Who killed? Brahadev, Nrisingadev. But they are never liberated. Again, second life they are coming to. Ravana and Kumbhakarna. Who is the killed them? Ram. But they are never liberated. But third time they are coming to? Shishupal? Dantavakra. But when they come to Shishupal and Dantavakra, who is the killed them? Krishna. So when only Krishna he killed, then they are completely liberated. They are going to back to Godhead, you know. But fourth time they are also came. Fourth time came? Jagai and Madhai. And who is the liberator to them, gave to prem to them? Sri Sachinandana Gaurari, Chaitanya Mahaprabhu. And why he the prem, he the prem purusottam, you know, he is the
So he gave to Gaurav Prem. You know, there Mahaprabhu gave to Gaurav Prem. Why? Mahaprabhu take the mood of Radharani, mood and color of Radharani. Radharani so mercy, so he never killing to anybody. Why? Radharani is the very so merciful. So he see the so gave to Gaurav Prem, you know, Krishna Gaurav Prem he gave. So here Rupa Goswami tell only when Krishna only killed to somebody, then he able to go to liberate it completely without no. So Rupa Goswami, this gave example. Srila Rupa Goswami erklärt weiter, dass alle Inkarnationen, wenn sie kommen, dann töten sie die Dämonen. Eigentlich töten sie die Dämonen nicht, aber sie geben Befreiung. Nur äußerlich sieht es so aus, als ob sie die Dämonen töten. Aber nur Krishna selbst gibt unfehlbar Befreiung. In andere Inkarnationen nicht sicher, dass sie Befreiung geben, wenn sie die Dämonen töten. Und ein Beispiel, was gegeben wird, ist die Torhüter von Vaikuntha, Jayan Vijay, die verflucht wurden von den Kumaras in dieser Welt, als Dämonen zu erscheinen. So in ihrer ersten Geburt kamen sie als Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Zu der Zeit wurden sie von Nrisingadev und Varahadev getötet, aber sie wurden nicht befreit. In ihrer zweiten Inkarnation kamen sie als Ravan und Kumbhakan und wurden von Ramachandra getötet. Aber auch in dieser Inkarnation wurden sie nicht befreit. Erst als sie das dritte Mal kamen, zur Zeit von Krishna, kamen sie als Shishupal und Dandavaka. Und zu der Zeit wurden sie von Krishna selbst getötet und haben Befreiung erlangt. Und aber, selbst nachdem sie befreit worden waren, kamen sie noch ein viertes Mal als Jagai und Madhai während der Spiele von Chaitanya Mahaprabhu. Und zu der Zeit wurden sie nicht nur befreit, sondern sie haben sogar Krishna Prem bekommen. Weil Chaitanya Mahaprabhu ist die barmherzigste Form von Krishna. Mahaprabhu ist von Krishna nicht verschieden, aber wenn er kommt, weil er die Gemütsstimmung von Radharani hat, deswegen ist er so barmherzig, dass er nicht nur kein tötet, sondern auch noch Prem schenkt. Ne? Deswegen heißt er Prem Purushottam, der höchste Herr, der Liebe freizügig an alle verteilt. Bola Sachinandana Gauru Hari Ki Jai. When is class finishing? 6:30? But you have more minutes. If you want, you can speak a little more. So there, Rupa Goswami, again, he last gave example. You know, he telling all jivas have 50 quality. All jiva, you know. But this same 50 quality, the demigod, is a you know, little bit more. Extended. But there are some special quality. They have not jiva, and they not jiva any demigod, only present to Shiva and Brahma. There are 55. And there are more 5 quality only present to the incarnation of Lord Krishna, Matsya Kurma Baraha. Then it is 60 quality. But this quality not jiva, not any demigod, not Brahma and Sankara, only incarnation. But Krishna have special, only 4 quality, only the Krishna. This is the Sarbad Bhuta Chamatkara, Lila Kalulavaridhi. There are 4, no? One is the Lila Madhurjya, one is the Prema Madhurjya, one is the Rupa Madhurjya, one is the Venu Madhurjya, only present only Krishna, this 4 quality never present to anybody. So this way Rupa Goswami established Krishna is the supreme personal Godhead. Dann hat Rupa Goswami weiter erklärt, dass die Lebewesen, die Seele, die kann 50 Eigenschaften besitzen. Nein. 50 Eigenschaften, nicht 50%. Diese 50 Eigenschaften können die Lebewesen besitzen, aber nur zu kleinem Ausmaß. Und die Halbgötter, die können auch 50 Eigenschaften besitzen, aber zu einem größeren Ausmaß als die gewöhnlichen Lebewesen. Dann dem Brahma und Shiva, die haben 5 Eigenschaften mehr.
55 Eigenschaften. Asati, kannst du hier ein bisschen Prasadam geben? Die haben 5 Eigenschaften mehr, aber nur Brahma und Shiva. Aber dann die Inkarnation von Krishna, die haben 60 Eigenschaften. Die haben noch einmal 5 Eigenschaften mehr. Und Eigenschaften, die selbst Brahma, Shiva und irgendwelche Halbgötter nicht haben. Und aber Krishna schließlich, Krishna hat noch 4 weitere Eigenschaften, die selbst die Inkarnation des Herrn nicht haben. So was diese 4 Eigenschaften sind, erklärt jetzt Keshav. So, auf die Bitte von Maharaj hin. So, die 4 extra Eigenschaften von Krishna. Wir haben gehört Venu, Madhuri. Venu bedeutet praktisch die Flöte. Das ist ein Makel, ein besonderes Merkmal, das nur Krishna hat, dass er diese Flöte hat. Und es wird gesagt, dass dieses Flötenspiel, das ist so süß und so verzaubernd, dass es praktisch nicht nur die Gopis verzaubert, sondern im Endeffekt jede Jiva, jede Seele zu sich hinzieht. Dann Premadhuri ist praktisch Krishna, ist der Ursprung. Das heißt, alle Seelen sind Teil und Teilchen von Krishna. Deswegen sind wir natürlich praktisch von ihm angezogen. Das ist unsere natürliche Funktion, ihm zu dienen und praktisch von ihm angezogen zu sein. Deswegen diese Liebe eben, die Krishna hat, diesen süßen Austausch mit seinen Geweihten, das ist praktisch bei ihm am höchsten. Deswegen, das ist eine Qualifikation, die nur er hat. Ja, nur Krishna hat Geweihten wie die Gopis und die Prajabasis. Okay, diese speziellen Geweihten, die diesen süßen Austausch mit dem haben. Dann haben wir noch gehört Lila Madhuri, praktisch die süßen Spiele, die Krishna hat. Das wird gesagt, dass jeder, der diese Spiele eben hört, der ist sofort verzaubert von ihm. Wir sehen Krishna eben als Gopal zum Beispiel erstellt oder jetzt wie jetzt im Kartik-Monat Damodar Lila, so viele süße, wunderschöne Spiele, die er eben anstellt und mit denen er eben alle verzaubert, die damit in Kontakt kommen. Und zuletzt eben Rupa Madhurya ist praktisch die Schönheit. Es ist praktisch, Gott hat ja unendlich viele Eigenschaften. Und es wird gesagt, 6 sind eben Prominent. Und von diesen 6 ist praktisch die stärkste, ist eben Rupa, seine Form, die Schönheit von seiner Form. Wir sehen hier praktisch in seiner Tribangalalit, seiner dreifach geschwungenen Form. Und es wird gesagt, das ist diese Schönheit, die eben nur Gott hat, die alle Jivas, alle Seelen zu ihm hinzieht. Deswegen diese 4 Eigenschaften, die hat nur Krishna. Die hat nicht Narayan, nicht Ramchandra. So egal, Krishna hat unendlich viele Inkarnationen, aber es ist nur Krishna in seiner höchsten Form, der diese Schönheit hat und eben alle Jivas anzieht. Ja, danke. Again. Da go there. Stand up. Okay. Yeah. Jaganandana Shalakya Chakshum Malacham Jainu Tasmai Shri Guruve Namaha Guruve Gorachandaya Radhika Taralaya Krishna Krishna Bhakta Tat Bhakta Namo Namaha. So Srila Maharaj is asking me to speak a few words on why Krishna is Bhagavan Swayam. He is the Supreme Personality of Godhead. I heard some of the class then I was cooking, but if I can maybe repeat some things. So we're hearing just last then that actually, all jivas, they have 50 qualities, but in minute amount. And this is written in, Maharaj, where is this written? In Brahma Samhita? And Jiva Dharma. It's written that all jivas have 50 qualities, but in minute amount. So then the demigods, they have these 50 qualities too, but they have a large amount. They have a greater capacity, more opulence. And we hear that Shiva and Lord Brahma, they have 55 qualities. Now, Maharaj, can I ask you, the Shiva has 55 qualities in fullness or only partial? Not a little bit, not completely. Only partial. Now, then we heard that all the avatars, like we've heard Maharaj was singing the song of Jayadev Goswami, of the Das Avatars.
We're saying how Matsya and Kurma, Nrsingadev, Ram, Purusham, all these are incarnations of Keshav. Keshav is two meanings of Keshav. Keshav means that that Lord Brahma and Lord Shiva, they are controlled by Ishvar, Keshav. So who is that Ishvar? That is the Keshav who parts the hair of Srimata Radharani after Radharani has left the Ras dance. She has gone in man. Krishna chases after, and when he finds her, then to please her, she sits down and he parts the hair. Just like in India, when you're married, then they have a parting in the middle and then they put sindoor there. So he's showing like he is pati to all jivas, or to all souls. So he is also pati to Radharani. So therefore he parts her hair. And does he put sindoor? He puts sindoor there. So therefore that is Keshav. So Jayadeva Goswami, he's explaining that the Supreme Personality of Godhead, the avatari, where all these incarnations come from, is actually Krishna. And so therefore Krishna has these, all the avatars have 60 qualities, but in full. And it is described in Jiva Dharma that Krishna has 64 qualities in full. So what are these extra four qualities? This is Prema Madhuri, Rupa Madhuri, Guna Madhuri, and Leela Madhuri. So Rupa Madhuri is his beautiful form. No other incarnation has a form as beautiful as Krishna. We see Nrsingadev. He has a very magnificent form, but he's very terrifying. Ugra Nrsinga. So he's long nails and lion-like head, big teeth, and a body. But it's not really described how beautiful his form is. It's more described how ferocious his form is. So Lord Ram, he had a very beautiful form. And all the other incarnations, even as a turtle, still his incarnation of Krishna, still very beautiful. But none are described as how beautiful the Krishna's form is. And like in Lord Brahma is describing in Brahma Samhita, Venukavantam Aravinda Talalyataksham, that he plays a flute, he has a peacock feather, and he's standing in threefold bending form, and he's very, very beautiful, wearing a yellow dhoti, a pitamba. And his beautiful smile is warming, is appeasing the hearts of all the gopis and of all his intimate friends. So no other, we don't hear of any other incarnation who is pleasing the hearts of all their subjects as much as Krishna. So then he has this Leela Madhuri. His Leela Madhuri, his pastimes are extremely sweet, Madhurya Ras. We don't hear again in any other incarnation about the Madhurya, the sweet pastimes of any other incarnation. So then his Guna Madhurya. So this is his qualities. So his qualities are that, as Maharaj was saying, when other incarnations come, they may kill the demons that come to attack them, like Hiranyakashipu and Hiranyaksha, but they do not get liberation. But only when Krishna comes, then they get liberation. So like Jai and Vijay, they came as Hiranyakashipu and Hiranyaksha, and they were killed by Nrsingadev and Varahadev, but they weren't liberated. And only when they came as Shishupal and Dantavakya, that they actually got killed, they got liberated. But because they wanted to enter into Gaur-Nitai's pastimes, therefore they came again. They had one extra incarnation. They came as Jagai and Madai. And therefore they got not just liberation, they actually received prema. And how did they receive prema? Maharaj was also saying one time how they received prema is because they were given this prema by Gauranga Mahaprabhu and Lord Nityananda. However, they promised to never ever sin again. So Gurudev is just as powerful. He can give us this prema, but the thing is we continue to make namaparad, continue to make sins. Therefore, that is why the prema is not manifesting in our heart. Otherwise, we are also, I'm at least Jagai Madai in past. That's just as sinful. And why do I have prema? Because
carrying on making Namaparad, Vaishnavaparad, Dhammaparad, and all these. So once we give up these aparads, then also that prem can develop in our heart. And also we hear from the Vaishnavas that prem bhakti does not come in our preliminary stage, because if we are given prem or bhakti at this stage, then we will misuse it. We will give it out and share it with others, and not be able to contain that. We don't have our vessel, our body is not able to contain that prem or bhakti at the moment. So then that was Lila Rudori and Prema Madhuri, who has love for Krishna more than any other incarnation. We don't hear of any other incarnation like Kerma the turtle, you know, Kerma Bhakti. We don't hear about that. We don't hear about fish bhakti, Matsya Bhakti, you know. Maybe some Nishinga Bhakti, something is there. But we don't hear that as much as we hear of Krishna Bhakti. So the bhakti, the prem that the devotees of Krishna have is the highest amount. And Lila Madhuri, Prema Madhuri, Rupa Madhuri, and Guna Madhuri, that's it. That's four. So Hari Bol, Hare Krishna. And our India somebody telling, oh Krishna is so much proud, you know. And Bhagavad Gita always Krishna, me. Sarva dharman paritajya mam ekam saranam braja. You left our religion, only one pointed, and came to me. Until manmana bhava, mad bhakta bhava, mam jaji, mam namaskaro. Gita also Krishna link, only manmana bhava mind only gave to me, only worship to me, only remembering to me, only offering obeisance to me. And Krishna is telling, Matta parataram nanyat kinchistasi dhananjaya. When Krishna is saying, this is the universal figure telling Krishna, telling, look, who am I? You know, I am the supreme personality of Godhead. Whole world is the inside of me. So you know, somebody telling, Krishna always telling me. This is so much proud. So I will tell Krishna, why telling me, why? Well, he is the supreme personality of Godhead, you know. He is the 16 quality, you know. Only Krishna, only, so he is the, you know, he is the, so he is the completely, you know. So he is the very powerful, so he is telling only me. Why? He is the completely. Then he gave example like this, Rama avatar, yeah. Rama avatar, when Supanekha, when he saw the beauty of Ram, then he's so much attractive. Oh, so beautiful now. She thinks, oh, I am Ram became my husband. But Ram did not accept them. Well, why? He not completely. Well, when I am take the incarnation of Krishna, that time you came, I can fulfill your desire. And when Krishna, Ram, when go to Dandakaranya, there are the so many rishis, munis. They are Gopal mantra. They are chanting the Gopal mantra. You know, Gopal mantra incarnation of Lord Krishna, the worshipper deity. They are also accept Ram. But no, this incarnation only I am accept only Sita. Without Sita, I cannot accept anybody. You are came to Dwapar Yug. So everybody came to Gopi. All mantra, Veda mantra, they are also worship to mood of Gopi mood. You know, when Krishna is appeared, well, what you want? Well, only mood of gopis. You know, well, you are come to, when I became Krishna, then you can come to this incarnation. So many, many places, you know, many, many avatar. And like this is Bhaman Dev. Yeah, Bhaman Dev. When Bhaman Dev came to house of Bali Maharaj, this daughter also, when he saw to Krishna, Bhaman Dev, he also want, oh, he became my son. Well, you know, that incarnation, when I'm a Krishna, you come this that time. Why Krishna is the completely the Krishna, you know. He can accept to everybody. Any situation, everybody, he accept to everybody. Why? He is the supreme personality of Godhead. So he always telling to me. Why? He is the supreme personality of Godhead. So. Und, manche Leute sagen, dieser Krishna, der ist ganz schön stolz. Ne? Im Bhagavad Gita spricht er ständig nur über sich. Savadaman Bariktya Gya Mam Ekam Saranam Bhata. Gib alles auf und ergib dich einfach nur mir. Er sagt, Manmana Bhavamat Bhakto Matya Jimam Namaskuru Mam Evaishasi Satante Pratidane Priyosime
sag, denke ständig an mich, werde mein Geweihter, verehre mich, bringe mir deine Ehrbietung dar. Krishna sagt auch, Matah Parataram Nasti, außer mir oder über mir gibt es nichts, ich durchdringe alles, alles ruht auf mir wie Perlen auf einer Schnur. Krishna offenbart die universale Form und zeigt alles, die ganze Welt ist nur in mir. So, wenn man fragt, wieso hat Krishna so einen Stolz? Sieht er andere Inkarnationen sind nicht so. Aber die Antwort ist, weil der Krishna ist nun mal der Höchste und Vollständigste. Krishna ist niemand, der über Krishna ist und der mehr geben kann als Krishna. So, zu wem soll Krishna jemanden hinschicken? Wenn er ist das Vollständige und das Höchste. Deswegen Krishna ist der Einzige, der mit vollem Recht sagen kann, alles zu mir, alle Verehrung zu mir. Ja. So, dieser Ramachandra, als er erschienen ist, dieser Supanaka, die Schwester von Ravan, kam und hat sich in Ramachandra verliebt und sagt, ich möchte dich heiraten. Ramachandra sagte, sorry, geht leider nicht. Ich habe schon eine Frau, Sita, ich akzeptiere niemand anders. Aber als Krishna gekommen ist, dann hat er sich akzeptiert. Dann ist sie Kupcha gewesen. Dann auch die Weisen von Dandakaranya, die haben den Gopa-Mantra gechantet. Die wollten Krishna als ihren, den Herrn als ihren Geliebten haben. Ramachandra sagte, in dieser Inkarnation werde ich euch nicht annehmen. In dieser Inkarnation bin ich nur mit Sita, mit niemand sonst. Aber wenn ich als Krishna komme im Dwapara Yuga, dann werde ich euch annehmen. Auch die Veden in Person haben Bhajan ausgeführt, die wollten Gopis werden. Und dann sind im Dwapara Yuga erschienen mit Krishna, um praktisch dort seine Gemeinschaft zu bekommen. Ja, so nur Krishna ist derjenige, der vollständige, höchste Herr. Derjenige, der alle Rasas erwidern kann, der jede Art von Hingabe und Liebe zufriedenstellt. Er ist der vollständige, höchste Herr. So, Sukadeva Goswami, he told, if you want to worship, only can worship to Krishna, not anybody else. But why? Then he gave example of Putana. You know? So there he realized one slope. Bale putana lokabala agni rakhyasi rudhirasana jigyasayapi hare stanam dattva apsad gati. So Sukadeva Goswami gave example. When putana si came, he have completely impure. Putana. Put meaning the pure, na meaning no. Who is the completely impure. And second, what he doing? Bale his duty is the killing all children. He drinking the blood of all children. And the third, the rakhyasi, the demonic. And the fourth, bad quality, when he came to bring, coming to Krishna, what is he bring? He bring the poison. You know, Shri, the bring poison. But Krishna, such a person, only one moment he look to Krishna like one son, telling, oh, Mother Jasoda, oh, this son, always necessary to take your life and give love affection. But only one moment he looked like the motherly mood. But Krishna, what he gave? He gave to Goloka Vrindavan, you know. He gave to Goloka Vrindavan place. So then Vishwanath Chakravarti, he gave commentary. But Putana, meaning who is the complete impure. Then he gave to Goloka Vrindavan. If somebody came to Krishna, take shower, put nice cloth, you know. Very good cloth put and came to Krishna. Then Krishna, what he gave to him? What is he bring? He bring to poison to Krishna. And if somebody came to Krishna, bring any good fruit, any makhan, any sweet to Krishna, then Krishna, what he can give to him? And what putana, and see, who is the sea? He is the demonic, you know, demon. But if somebody, human being came to Krishna, then Krishna, what he gave to him? So they are telling, Kim puna sradhaya bhakta krishnaya paramatmani. If somebody demonic person came to Krishna, he gave to Goloka Vrindavan. But if somebody, you know, by love affection worship to Krishna,
Then Krishna, you know, what he did not give to him. So Sukhdev Goswami tell, if you want to worship, only worship to Krishna. Why? He never saw any bad quality. Always look your good quality. Yeah, so zum Beispiel auch die Tochter von Bali Maharaj. Als Vamandev in diese Versammlung kam von Bali Maharaj, dann war sie so angezogen von diesem wunderschönen Jungen, soll mein Sohn sein. Er hatte den Wunsch, dass der höchste Herr ihr Sohn wird. Aber als Vamandev hat er ihr diesen Wunsch nicht erfüllt. Aber als Krishna erschienen ist, ist diese selbe Tochter von Bali Maharaj ist Putana geworden. So, und diese Putana, Sukadev Goswami sagt, wenn ihr irgendjemand verehren wollt, dann verehrt nur Krishna, niemand sonst. Wieso Krishna? Weil keiner ist so barmherzig wie Krishna. Und das Beispiel dafür ist Putana. Putana, das Wort bedeutet Putana. Puta heißt rein und na heißt nichts. Nichts Reines am Putana. Alles vollkommen unrein. War ihre erste Qualifikation. Zweite Qualifikation war, ihr Beruf war, kleine Kinder umzubringen und ihr Blut zu trinken. Das war ihre Beschäftigung. Dritte Qualifikation war, dass sie eine Rakshasi war. Kein Mensch oder Halbgott, aber Dämon. Dämonen. Und vierte Qualifikation war, dass sie ist zu Krishna gekommen. Was hat sie als Geschenk mitgebracht für Krishna? Gift, um ihn umzubringen. So, das war ihre vier Qualifikationen. Und was hat Krishna mit ihr getan? Er hat sie nicht nur befreit, sondern er hat ihr eine Stellung als seine Mutter in Goloka Vrindavan gegeben. Wofür? Nur, dass sie für einen kleinen Moment so eine mütterliche Haltung zu Krishna gezeigt hat. Das hat ausgereicht, dass Krishna ihr eine Stellung von der Mutter in Goloka Vrindavan gegeben hat. So Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erklärt, wenn schon diese Putana so ein Ergebnis bekommen hat, was dann zu sprechen, wenn wir uns säubern, duschen und saubere Kleidung anziehen, Dhoti, Sari anziehen und zu Krishna kommen. Wenn wir sind auch keine Dämonen, sondern wir sind Menschen. Und wenn wir, außer ich, wenn wir nicht Gift bringen zu Krishna, sondern schönes Geschenk, und nicht mit so einer bösen Stimmung, sondern mit etwas Liebe und Zuneigung. Was wird Krishna so einer Person geben? Was wird Krishna so einer Person nicht geben, wenn er schon Putana so eine Barmherzigkeit erwiesen hat? So, deswegen sagt Sukadev Goswami, wir sollen nur Krishna verehren und niemand sonst. Yeah, so today you're listening, Rupa Goswami, this is Laghu Bhagavatamrita, telling there are two meaning. Bhagavatamritam, meaning where is the Bhagavata Amritam, meaning where is the Krishna's Katha Amritam. And another Bhagavata Amritam, who is the Bhagavata Nam Amritam. Where is the explained devotees, pastime of devotees, nectar of devotees. So you can tomorrow listening, this is Brihat Bhagavata Amritam, you know. He explained this is the Brihat Bhagavata Amritam. So tomorrow you can listening to this Brihat Bhagavata Amritam. So, Bhagavatamritam bedeutet zwei Dinge. Zum einen bedeutet es der Amrit, der Nektar von Bhagavat von Krishna oder der Nektar der Erzählung über den höchsten Herrn. Oder es bedeutet der Nektar der Erzählung über die Bhagavatas, das heißt über die Gottgeweihten. So, Bhagavatam ist die Herrlichkeit von Krishna und von den Gottgeweihten. So, Laghu Bhagavatamrita beschreibt die Herrlichkeit Krishnas, haben wir heute drüber gehört. Und morgen werden wir aus dem Brihat Bhagavatam mit am Hören über die Herrlichkeit der Gottgeweihten. Okay. Vala Krishna Kanhaiya Lal Ki. Vala Jiyo Syam Lala. Jiyo Syam Lala. Pili Teri Pagadi Rang Kala. Jiyo Syam Lala. Doing Arati? Arati?
Pili teri pagadi rang kala Diyo Shyam Lala Diyo Shyam Lala Pili teri pagadi rang kala Diyo Shyam Lala Diyo Pili teri pagadi rang kala Agokul mein aayo nandlala Iva jaya jaya gora chandir arati ko sobha jaya jaya gora chandir
Rakhi Nini Tai Chan Bami Gadadhara Rakhi Nini Tai Chan Bami Gadadhara Nika Re Adoita Sri Asa Chakra Dhaya Thank you.
Shiva Sukha Narada Parmeda Dhanada Shiva Sukha Oh,
Krishna, Priya Sena, Mona,
This
Then what have you come here for them? Then you try to help them. This way, your spiritual life very, very, very nice. You have served very difficult countries, Western countries. Your spiritual life very difficult. Yes, so I collected this class to Kanhaiya. Yeah, some devotees are there. Yeah, so nice. They are gathering, try to preach with them. Then I can give some phone number to you. This problem. Staying the office. Then you can tell him how can you reach. How can you preach? He can help, very nice one. He can help to how you can preach, how to the people, how can I help you? He can help you. So I can help you with the phone number, okay? I can help you with the phone number, can help you. He is also preaching, you know. So the new community. But so much enthusiasm, so very nice preaching. There are husband, wife, there. And his sister, maybe you know, very old. There are Buddha disciples there. Sasidala, Sasidala. This way, keep contact and try to do it, okay? Then your spiritual life also take very nicely. You can serve chanting, remembering, helping, devoting, associates. This Kali Yuga telling Sanghe Sakti. This meaning is that when you are alone, not stay spiritual life. Sanghe meaning the associates of more devotees, they are coming straight. And they are in the Sangurudev devotee, gathering to them, okay? And discussing with them how you can preach to Karigatha and Nase. And you are also this old devotee, very old devotee. You know all this before Vijay, he knows so many things. But before he did this class, so this all knowledge. But when you start to tell you Harikatha, you start telling Harikatha, then slowly so this all knowledge comes. Now it's very nice. Why? Always continue to tell Harikatha. So you are also good to decide. Try. Okay? तुम लोग भी माला करना सब देखो एंड नाम करना देखो काफी देश लोगों को कैसे माला दिला हमारी गीता भागवत हमें उल्टा सुना रहे गीता भागवत हमारी है ना हमारी लेकिन हमें उल्टा सुना रहे कृष्ण का जितने ज्ञान हमें भी ज्ञान है ना हम कृष्ण का देश में जाना लेकिन कम से कम हम तो हिंदू है ना कम से कम तो उसमें थोड़ी सी हिंदी होनी चाहिए कि उल्टा हम शिक्षा दे रहे हम अपना ग्रंथों को हम नहीं खुद नहीं पढ़ रहे हैं हरिनाम अगर माला जप करो और जैसे ये लोग भक्ति करते हैं ना ऐसे भक्ति करो कम से कम ये लोग कहाँ हमारे देश का चीज को ले रहे हैं और पहले विदेशी लोग हमारे भारत में आए थे सर हम लोग कर गए इस
ईश्वर भक्ति अब ईश्वर हमारे भक्ति लूट रहे हैं और हम खाली ये लोग बोले कृष्ण ही भगवान है, दुनिया का सबसे मालिक कृष्ण ही है। ये लोग बोलते हैं कि इनके गुरुजी ने इनको बोला है कि कृष्ण भगवान जो है विदेशी लोगों से नफरत करते हैं, तो मुझे लगा भगवान के सबसे चार मिलते हैं। पर ये बात उनको बताते जाओ कि भगवान से किसी से नफरत नहीं करती, वो सबसे मैं तुम गलत सुन Does she want more rice? No, that's joking. I want more rice. That's my plate as well. I might need more. I was just joking. Okay. Yeah. 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 Chutney, long chutney.